Anfang August wollte die Mannheimer Bundestagsabgeordnete Gökay Akbulut, die Linke, in die Türkei einreisen, um Verwandte zu besuchen. Was folgte, war eine mehrstündige Haft aus fadenscheinigen Gründen. Die deutsche Botschaft in Ankara und das Konsulat in Antalya schalteten sich ebenso wie deutsche PolitikerInnen ein. Nach ein paar Stunden war sie wieder auf freiem Fuß. Die Inhaftierung und die Umstände, die dazu geführt haben, werfen Fragen auf. Die Beobachter-News sprachen mit der Bundestagsabgeordneten Gökay Akbulut. Liebe Gökay, danke, dass du dich zu diesem Interview bereit erklärt hast. Du wurdest am 3. August nach deiner Einreise in die Türkei über mehrere Stunden festgesetzt. Hat man dir gleich zu Beginn dieser Schikane die Gründe genannt? Vielen Dank erstmal für die Anfrage. Nein, also ich bin am 3. August ganz normal eingereist und wurde dann am Schalter, am Flughafenschalter dann abgefangen und in ein Büro im Flughafen gebracht. Und dort hat man mir dann gesagt, dass ein Haftbefehl gegen mich vorliegt. Ich habe das zuerst nicht ganz ernst genommen und habe gedacht, dass eventuell ein Missverständnis vorliegt oder irgendwie eine Verwechslung vorliegt. Aber dann hieß es, dass ich innerhalb von 24 Stunden zu der Staatsanwaltschaft gebracht werden soll und dort aussagen soll. Und der Vorwurf lautet Terrorpropaganda, Unterstützung terroristischer Organisationen. Danach hätte ich jetzt auch gefragt, nämlich die Gründe, die nach Ansicht der türkischen Behörden die Inhaftierung rechtfertigen, welche dir genannt wurden. Und du sagtest, das war der Vorwurf Terrorpropaganda. Also genauer ging es um meine Social-Media-Beiträge und auch meine verschiedenen Reden zum Thema militärische Operation der türkischen Armee in Afrin, die Besetzung der kurdischen Stadt Afrin. Anfang 2019 wurde das Verfahren eingeleitet gegen mich von der Staatsanwaltschaft Kayseri. Das ist die Heimatstadt meiner Eltern. Auf Twitter war zu lesen, dass die BeamtInnen sich weder für deinen Diplomatenpass noch für deine deutsche Staatsangehörigkeit interessierten. Wie haben sie dich behandelt? Ja, also ich war am Anfang ziemlich verwirrt und es waren nicht nur ein, zwei Beamte, sondern mehrere, fünf, sechs, die dann ständig hin und her liefen. Ich habe sowohl meinen Personalausweis vorgelegt, ich habe ja nur die deutsche Staatsangehörigkeit, auch nicht die doppelte Staatsangehörigkeit. Habe also meinen Personalausweis vorgelegt, dann meinen Bundestagsausweis und auch den Diplomatenpass und habe auch mehrfach den Beamtinnen auch auf Türkisch erzählt, dass ich Bundestagsabgeordnete bin und dass der ganze Vorgang hier rechtswidrig ist. Vor knapp zwei Jahren war unter anderem unser Chefredakteur und eine unserer Journalistinnen in Erbil festgesetzt. Sie reisten mit einer Friedensdelegation und wollten die kurdischen Gebiete im Irak als JournalistInnen besuchen. Sie haben berichtet, dass die Beamten in Erbil einen anderen Ton angeschlagen hatten, nachdem sich die deutsche und die schweizerische Regierungen eingeschaltet haben. Gab es in deinem Fall auch so einen Punkt, wo du gemerkt hast, der Ton wird freundlicher oder wurde er das gar nicht? Nein, der Ton war gar nicht, also die waren schon sehr höflich und haben mir immer wieder auch Wasser angeboten. Aber erst nach 22 Uhr, nachdem auf der Rückfahrt, wurden sie dann freundlicher. Du hast auf deiner Facebook-Seite geschrieben, der Haftbefehl stammt aus Kayseri und aus diesem Ort stammen auch Drohungen gegen dich. Hat man die Urheber der Drohungen ermittelt, beziehungsweise rechnest du überhaupt damit, dass ermittelt wird? Nein, leider wird in diese Richtung gar nicht ermittelt, sondern ganz im Gegenteil, wird weiterhin versucht, auf Seiten der türkischen Justiz und Politik Druck und Repression gegen Oppositionelle auszubauen. Aber die ganzen Morddrohungen, die ich und die viele andere Oppositionelle erhalten haben, dagegen wurde nicht ermittelt. Die Vorwürfe gegen dich sind ja dieselben, wie sie immer gegen Oppositionelle vorgebracht werden. Und der angebliche Tatzeitpunkt liegt auch weit in der Vergangenheit. Also warum der Haftbefehl zu diesem Zeitpunkt? Hängt das mit der Wiederwahl Erdogans zusammen? Ja, also ich denke, dass das Verfahren wurde vor den Wahlen eingeleitet, aber es ist nochmal auch ein Schritt, um die Auseinandersetzung jetzt, um die Beitrittskandidatur der Türkei
in die EU, aber auch die NATO-Auseinandersetzung. Und es ist ein Stück weit ja, ein Einschüchterungsversuch, so nach dem Motto, wir können auch hier deutsche Politikerinnen inhaftieren. Und ich weiß nicht, es gab dann Gespräche auf Seiten der deutschen Botschaft und des Auswärtigen Amtes mit dem Innenministerium und mit dem Justizministerium der Türkei. Ich weiß aber nicht, was da genau, worüber genau gesprochen worden ist und warum dann die Freilassung dann auch so schnell erfolgt ist. Das versuchen wir noch aufzuarbeiten. Rechnest du mit weiteren Repressionen vom türkischen Staat? Ja, ich denke, dass die Repressionen weitergehen werden gegen kurdische und gegen linke Organisationen hier in Deutschland. Natürlich auch gegen meine Person. In der Vergangenheit ist der deutsche Staat nicht wirklich mit Rückgrat gegenüber der Türkei aufgefallen. Glaubst du, dein Fall führt zu einem Umdenken, was den Kuschelkurs mit Erdogan betrifft? Nein, ich denke, dass mein Fall vielleicht ein Stück weit instrumentalisiert wird für irgendwelche Verhandlungen zwischen Deutschland und der Türkei. Aber ich denke, dass die Europäische Union und auch die NATO und auch die Bundesregierung jahrelang Erdogan auch unterstützt haben, auch wenn sie alle besorgt waren über die antidemokratischen Entwicklungen in der Türkei, über die Repression. Das fanden alle schlimm, alle demokratischen Parteien. Aber wenn es um wirtschaftliche Interessen ging, wenn es um geostrategische Interessen ging, wurde alles hingenommen. Es gab ja auch keinerlei Konsequenzen gegen die völkerrechtswidrigen militärischen Operationen in der Region, gegen die Türkei. Und dann wird die Türkei auch noch als Friedensvermittler im Ukraine-Krieg eingesetzt. Das ist einfach heuchlerisch und nicht tragbar. Hast du Wünsche an die Bundesregierung oder die eigene Partei im Umgang mit den Vorkommnissen? Ja, also es gab ja lediglich eine kurze Bestätigung des Auswärtigen Amtes, dass der Vorfall nicht dementiert werden kann, dass das alles entsprechend passiert ist. Aber auf Seiten des Bundestages gab es keine Stellungnahmen und auch auf Seiten des Außenministeriums habe ich bis heute keine Stellungnahme bekommen und auch keine Erklärung und auf Seiten der türkischen Behörden auch keine Entschuldigung gegen diese Inhaftierung. Wird diese Willkür dich in deinem Handeln nun einschränken oder lässt du dich davon nicht einschüchtern? Nein, ich lasse mich davon nicht einschüchtern. Ich bin ja auch Mitglied in der deutsch-türkischen Parlamentariergruppe und bin seit Jahren Ansprechpartnerin für die Zivilgesellschaft, für die demokratischen Kräfte, für die Frauenorganisationen, für die LGBTQI-Community in der Türkei und das werde ich auch weiterhin machen. Du wirst im Oktober wieder in die Türkei fliegen. Mit welchem Gefühl? Ja, mit gemischten Gefühlen auf jeden Fall. Also wir werden als deutsch-türkische Parlamentariergruppe in die Türkei reisen und dort im türkischen Parlament und auch die Stadt Ahmet Diyarbakır besuchen und dort auch Gespräche führen mit der Zivilgesellschaft und haben ein großes Programm vor uns. Und ich hoffe, dass es dann zu keinen Problemen kommt bei der Einreise. Dann danken wir dir für das Interview und hoffen, dass du das Erlebte schnell verarbeiten kannst. Ich lasse mich nicht so schnell unterkriegen. Vielen Dank.